Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich bin heute mit meinem Mountainbike unterwegs im Windpark Biederbach. Das ist ca. 30 Kilometer nördlich von Freiburg im Breisgau. Das Wetter ist Bombe heute. Und hier wird ein neuer Windpark errichtet. Mit insgesamt 3 Enercon-Anlagen. 2 der 3 Anlagen sind bereits schon fertig errichtet. Die stehen schon seit letztes Jahr, Ende 2019, haben wir zum einen die E103, 2,35 Megawatt mit 108 Meter Nabenhöhe und im Hintergrund die E92, auch 2,3 Megawatt mit 104 Meter Nabenhöhe. Ja, die beiden Anlagen sind wie gesagt schon fertiggestellt und sollten demnächst ans Netz gehen, so steht es jedenfalls in der lokalen Zeitung. Dann wird noch eine dritte Anlage errichtet. Das wird dann die größte der 3 Anlagen. Und zwar ist es eine E138 EP3 mit 160 Meter Turm. Also das wird eine richtig große Anlage. Die wird jetzt weiter rechts errichtet. Da steht bisher nur der Max-Bögel-Turm. Das sieht man jetzt hier auf dem Bild leider nicht, aber ich fahre jetzt mal zur Baustelle und schaue mir das mal genauer an. So, ich bin jetzt nochmal ein Stück weiter gefahren. Jetzt stehe ich hier in der Nähe von der E103. Das ist schon echt ein richtig geiles Bild. 2 Windräder hier direkt im Wald. Das schöne Grün der Bäume und dann so 2 Riesenanlagen direkt hier. Ich fahre jetzt mal direkt weiter zur E103 und zur E92. So, jetzt stehe ich hier direkt unter der E103. Hier im Hintergrund sieht man die E92. Hier steht noch so ein bisschen Baustellen-Equipment drum. Ich glaube, das hier sind Stromleitungen. Ich mich nicht. Oder Rohre, wo dann die Narini-Kabel verlegt werden. Die E103 ist echt eine tolle Anlage. Also ich finde das Flügeldesign einfach super. Das sieht echt mächtig aus. Wenn man das jetzt mit der E101 vergleicht, die eigentlich einen ziemlich ähnlichen Motordurchmesser hat, aber halt ein wesentlich kleineres Maschinenhaus. Erste, die ich bisher sehe, also habe ich bisher noch nie gesehen, eine E103. Finde ich echt richtig gut. Auch mit der, das ist für den relativ geringen Turm, die schöne rote Markierung und auch das rote Maschinenhaus. Sieht gut aus. So, ich bin jetzt noch ein Stück weiter gefahren. Ich bin jetzt hier direkt an der Baustelle von der E92 und da ist sie, die hübsche. Die wirkt auch echt riesig. Durch den kleinen Turm wirkt das Maschinenhaus echt riesengroß. Und im Vergleich zu den Bäumen drumherum wirkt die echt riesig. Was ich bei der E92 und auch bei der E103 so toll finde, ist, bei der E115 ist es auch, dass die so ein aerodynamisches Flügeldesign haben. Dass sie diese riesigen Hinterkantensegmente haben. Und die E92 hat auch noch so andere Kanten an den Flügeln. Hier sieht man auch so die Hinterkantenkämme oder Trailing Edge Serrations echt gut. Ja, das ist schon echt eine tolle Anlage. Wenn man sich die Baustelle so anschaut, das ist echt eine riesige Fläche, die hier gerodet wurde für die Kranstellfläche. Und auch hier, was hier alles aufgeschüttet wurde, ist schon echt krass. Ja. Wenn man jetzt hier durchguckt, sieht man hier unten so ein bisschen den Turm von der E138 durchblitzen.
Da fahre ich jetzt gleich mal hin. Hier hinten sieht man dann die E103. Also die Anlagen stehen alle so ein bisschen verteilt. Die E92 ist die höchstgelegene Anlage, hat auch die geringste Narbenhöhe. Die E103 ist ein bisschen höher. Die stehen beide so ein bisschen auf der Kuppe. Und die E38 liegt wesentlich tiefer und hat dafür aber auch die höchste Narbenhöhe. Ich glaube, die E92 und die E103 haben so eine geringe Narbenhöhe aus wegen der Flugsicherheit. Ich habe mal gelesen, dass irgendwie ein Flughafen in der Nähe, ein kleiner Flughafen, und deshalb konnte man die nicht höher bauen. Naja, aber ich finde es auch so echt toll. Ja, und die E92 und E103 haben auch beide diesen abgerundete Maschinenhaus, das jetzt bei den neuen Anlagen, die gebaut werden, alle verbaut wird. Jo, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg zur E138. So, ich bin jetzt auf der Baustelle von der E138 angekommen. Der erste Teil des Turms ist fertig errichtet. Das ist auch ein Max-Bögel-Turm. Hier steht auch noch so ein bisschen Equipment rum. Ja, aber ansonsten ist die Baustelle leider noch ziemlich leer. Hier liegen ziemlich viele Erdkabel rum. Aber ja, schade, von Rotorblättern oder Maschinenhaus ist leider noch nichts zu sehen. Ja, der Turm, wenn er dann mal fertig ist, hat dann auch eine Narbenhöhe von 160 Metern. Genau, ist eben auch ein Hybridturm. Hat man vielleicht auch in anderen Videos schon gesehen, zum Beispiel von New York Toby in Stößen, zum Beispiel Osterfeldstößen. Ja, und der Turm, ja, obwohl der jetzt nur ist vielleicht 50-60 Meter hoch, der sieht echt schon gewaltig aus. Und wenn man sich vorstellt, dass der mal 160 Meter hoch wird, schon krass. Und dafür ist er echt ganz schön schmal, also ganz anders als die anderen Enercon-Türme. Ja, hier sieht man dann noch die E92 durchblinzeln. Ja, die E138 liegt ein gutes Stück tiefer als die anderen beiden Anlagen. Die anderen liegen so auf bisschen mehr über 700 Metern und die hier Anlage liegt, glaube ich, so auf 600 irgendwas Metern. Aber dann mit dem Riesenturm und dem Rotordurchmesser kommen die alle ungefähr dann auf die gleiche Höhe. Jo, schade, dass sich hier jetzt noch nicht viel getan hat. Dann muss ich ein paar Wochen mal nochmal kommen. Und dann geht's hier hoffentlich mit dem Bau weiter. So, ich bin jetzt hier auf dem Aussichtsturm. Hier hat man nochmal einen super Überblick über die einzelnen Standorte der Anlagen. Links auf der Kuppe die E92. Bisschen niedriger die E103 und darunter die E138. Ja, dann war es auch für heute und dann bin ich in ein paar Wochen nochmal hier, wenn es von der E138 was Neues gibt.